So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Ich und Johnny sind wieder übel am Start und ich verlaufe mich jedes Mal. Ich gehe jedes Mal ums falsche Eck rum. Hier ist doch der fucking Ausgang, Mann. So einfach wäre es doch. So, wir haben keine Jimmy-Mission mehr. Wir haben nur noch eine E-Mission. E steht für wen? Who the fuck is E? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir brauchen ein Auto. Ich nehme das Taxi. Ja, bitte einfach raus. Und wir haben noch, Rennen. Rennen, die haben wir in der letzten... Willst du mich verarschen, du Bauer? Gib mir das scheiß Auto. Willst du mich wirklich verarschen? Die wollen mich verprügeln. Sag mal, wie knastimäßig sind denn die drauf? Voll die Hardcore-Kerle. Schnell weg. Sind die gefährlich, Alter. Scheiße. Was geht ab? Ey, der Bauer zieht mich einfach aus dem Auto raus. Ja, schon, wir machen, wir fahren jetzt einfach mal zum E und gucken, was da so abgeht. Fahren wir einfach mal hin. Ja, lass uns eine Markierung auf der Karte machen. Dann ist das auch wesentlich einfacher, wenn wir da eine Markierung hinsetzen. Ja, bitte, Wegpunkt. Zack, boom, bam, zurück, danke. Ah, Elizabeth ist der Name von diesem E. Habe ich zumindest jetzt gerade gelesen auf der Karte. Ja, mal gucken, was die nette Dame für uns hat. Wird wahrscheinlich irgend so eine Ex-Tante von Johnny sein. Vielleicht will sie einen kurzen Fick oder so, oder wir rutschen schnell drüber und dann zack, boom, bam, ist die Mission beendet. Und ich hoffe, dass ich diese Mission, wenn sie dieses Missionsdesign hat, dann wenigstens beim ersten Mal schaffe. Aber ja, ich will jetzt nicht zu viel von mir behaupten, aber ich denke, ich bin ein absoluter Profi, was Sex-Sachen angeht. Nein! Nein, nein, das war zu viel, das hätte ich nicht sagen sollen. Ach, scheiß drauf, Mann. Ich schneid's nicht raus, ich lass drin, ja, Mann. So, ja, okay, genug von mir und von meinem Sexleben. Was? Ich verwirr mich total. Ich verwirr mich und meinen Penis mit diesem ganzen Sexgelaber. Ich sollte damit aufhören. Okay, jetzt reicht es endgültig. Ja, Mann, ich fahr voll den Stuss zusammen. Bei GTA San Andreas... Mein Gott, da könnte ich... Mein Gott, da fahre ich so toll. Und hier ist es einfach so schwer. Also nicht wirklich... Es ist nicht schwer, es ist gewöhnungsbedürftig, ja. So sieht's aus. Was hört denn der fucking aggressive Taxifahrer da eigentlich für eine Mucke? Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. So Musik hören also Amokläufer. Habt ihr ja gesehen, der Taxifahrer war total crazy drauf. Ja, wollte mich am liebsten erschießen. Fuck. Ich habe mein Taxischild verloren. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Jetzt brauchen wir ein neues Taxi. Nein. Brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir. Gib mir dein Taxi. Mein Taxi ist so ramponiert. Komm, wir tauschen Taxi. So. Oh, Alter, bis man da mal gebremst hat. Halt! Der Pisser hat meine Tür weggefahren. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Das war vorher nur ein Witz, aber jetzt... Er hat meine fucking Tür weggefahren. Jetzt kriegt er eine Kugel im Kopf. Ist mir scheißegal. Alter, bis man da mal steht hier. So, du Pisser. Versuch mal hier jetzt wegzufahren. Du kleiner Schwanzlutscher. Ich habe eine vollautomatische. Ja, ich gehe jetzt cool hier hin. Das war's, Alter. Ja, das hast jetzt davon, Alter. Du fährst mir keine Tür mehr ab. Du Pisser. Okay, das war jetzt wieder mal ein typischer Beitrag für RTL. Den dürfen sie gerne verwenden. Ich meine, es gibt keine schlechte Publicity. Es gibt bloß Publicity. Ja, whatever. Keine Ahnung, wovon ich gerade wieder laber. Aber der hat mir meine scheiß Tür abgefahren. Der Bauer hat's verdient, Mann. Scheiße, ja. Nee, nee, nee. Da kann keiner was sagen. Ey, Charles, du bist so aggressiv und du knallst einfach den armen Taxifahrer ab. Nee, sowas. Ich habe mein Taxi schon wieder so ramponiert. Mein Taxi fehlt, mein Taxi fehlt? Mein Taxischild fehlt schon wieder. Na okay, jetzt scheiß drauf, weil wenn ich das nächste Mal aussteige, dann fahren sie mir wieder meine Tür ab. Oder ein Freund von einem Taxifahrer kommt vorbei und will mich killen. Ich habe heute schon zwei Taxifahrer verärgert. Naja gut, einer von denen ist tot, also der Counter steht immer noch auf 1. Kein Problem und der verfolgt mich auch nicht wirklich. Wahnsinn, wie lange die Fahrt dauert bis zu Elizabeth. Ich habe schon so viel gemacht jetzt. Ich habe einen Taxifahrer erschossen. Das ist wirklich viel. Ah, muss man schon mal sagen. So, ich habe mein Ziel erreicht. Ja, dann lass uns doch mal zu Elizabeth. Scheiß drauf, zu E gehen.
Ich spreche den Namen nicht mehr aus. Ich sage jetzt nur noch E. E reicht für die Fotze. Buyer's Market. Okay. Den kenne ich. GTA 4. Den kenne ich. Den nicht. Die kenne ich auch. Die dicke. Das kommt mir alles so damit bekannt vor. Nico Bellic, ich hab's gewusst, die Mission haben wir in GTA 4 auch gespielt. Nico Bellic, ich liebe dich. Ich musste das einfach mal sagen. Ich hab's gewusst, Mann. So viele Parallelen. Saugeil, gefällt mir. So, jetzt holen wir uns das Paket von Brian. Okay, alles klar. Ich bin zwar nicht mit dem Motorrad gekommen, aber okay. Das lassen wir jetzt mal einfach mal so im Raum stehen. Ich bin mit dem Taxi gekommen. Ja, what the fuck, Alter, was ist mit dem Bike los? Na, ihr kleinen Gangster-Pussys. Hier. Ein Taxi. Lasst uns einen Taxifahrer verärgern. Gib mir dein Taxi, du Bitch. Ey, fuck, der hat einen Gangster hinten drin. Nee, da mach ich nix. Gut, ich wäre auch nicht nachgekommen wahrscheinlich. Aber er hatte einen Gangster hinten drin sitzen als Fahrgast. Und, boah, da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Naja, okay, Nico Bellic, Playboy und so weiter. Die Mission kommt mir noch ziemlich bekannt vor. Aber es ist halt auch schon ewig her, muss ich sagen, dass ich GTA 4 wirklich gezockt habe. Ich hab's damals beim Release, habe ich's ja einen Monat nach Release für PC wohlgemerkt, nicht für Xbox, habe ich's durchgezogen und seitdem nie wieder. Also ist schon ziemlich lange her, aber finde ich geil. Ich freue mich schon so drauf, wenn ich GTA 4 Let's Play, also das Hauptspiel mit Nico. Ja, ich habe die Maut nicht bezahlt, ihr dummen Schwuchteln, und jetzt wollt ihr mich erschießen deswegen. Oh fuck, sie werden es tun, ja, es ist Amerika, Mann. Die erschießen alle wegen einer Kleinigkeit. Ey, du stehst auf meinem Garten. Tot, bam, Alter. Sofort. Das ist Amerika. Das ist der amerikanische Traum. Irgendwann mal einen Streuner zu töten, der auf deinem Rasen steht. Whatever. Ja, da ist die Missionsmarkierung. Die hatten wir gerade verloren, weil ich mich mit den Cops angelegt habe. Oh, tut mir leid. Also der ist mir eindeutig... Der auch. Die sind mir beide reingelaufen, da kann ich wirklich nichts für. Mein Gott, töte ich viele Unschuldige in diesem Video. Das ist wirklich nicht mehr schön. Huiuiuiui. Ich muss ein bisschen aufpassen. So, Brian. Du bist doch die Oberschwuchtel. Keiner mag dich. Weil du eine Schwuchtel bist. Slipping out a deal. Isn't that right, Johnny? It didn't get you because Liz Torres and any other two-bit hustler on the street would take you for the little pussy that you are. Rob you blind. But give me that shit. See you around, big guy. Brian, ich mag dich nicht. Und Johnny auch nicht. Also, du hast echt verschissen in diesem Let's Play, Mann. Du hast keinen auf deiner Seite. Das ist ziemlich übel. Whoa, 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 whoa. Diese Stempel kommen mir bekannt vor. Whoa, 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 whoa. What the hell? Das kommt mir alles so bekannt vor. Ich glaube, wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren würden oder irgendwie so, wir würden irgendwann, oder in diese Richtung, wir würden irgendwann bei Nico Bellics oder Romans Wohnung ankommen. Irgendwann, ja. Irgendwie so. Keine Ahnung. Kam mir jetzt alles gerade so bekannt vor. Ich kenne mich hier natürlich nicht so aus wie in GTA 3, GTA Vice City oder GTA San Andreas.
da Liberty City hier einfach riesig groß ist und das ist echt übel. So, hier geht auf jeden Fall was schief, das weiß ich noch. Es wird auf jeden Fall geballert. Deswegen nehmen wir hier diese Waffe mit, whatever das ist. Ja, wir nehmen sie einfach mal mit und rüsten sie gleich aus, weil es eine Automatik-Shotgun ist und ich stehe auf Automatik-Shotguns. Naja, nicht in Call of Duty, weil da nimmt es jede Pussy her, aber hier ist das in Ordnung. Hier kann man das mal so stehen lassen. So, das ist doch hier, Undercover-Bullen sind doch hier voll unterwegs, oder? Das war doch da irgendwie GTA 4-mäßig was. Hallo. Alter, es ist aus GTA 4, wie geil! Wie geil ist das denn? Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right. Come on, let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Oh ja, die fucking Mission kenne ich. Wie geil ist das denn, Mann? Wir spielen die Mission jetzt echt als Johnny. Finde ich sehr cool. Und die Shotgun geht halt übel ab, Mann. So, Niko Bellic wird ja eindeutig überleben. Um den müssen wir uns nicht kümmern. Bam, Alter, wie ich da reinbrezel. Die haben keine Chance. Müssen wir abhauen oder soll ich einfach alle töten? Habe ich überhaupt eine Chance, alle zu töten? Das ist jetzt die Frage, die ich mir gerade stelle. Die halten aber auch nicht schlecht aus, das muss man auch mal sagen. Ich gehe da sicher nicht aus der Deckung raus, du Pisser. Ich habe so viel Munition, ich kann den ganzen Tag da drauf schießen. Auf dieses Eck. Ich weiß nicht, soll ich jetzt alle töten oder soll ich einen Schuh machen? Pisser. Ich habe ein bisschen Schiss, jetzt rauszugehen, weil man stirbt wirklich leicht. Besonders ich. Ich gehe mal raus. Lass uns mal gucken, was hier so abgeht. Ah, oh, mit dem Schrotgewehr kein Problem. Seid ihr down? Ihr seid down. Bam, Alter, die Treppen runtergefickt. Jawohl, Mann. Niko Bellic und Playboy sind, glaube ich, nach oben geflüchtet. Wir gehen runter. Wir gehen diesmal runter. Ich muss nachladen. Alter, wie viel der aushält. Jetzt. Ich muss immer noch nachladen. Boah, der lädt echt schnell nach. Wow, fuck. Keine Moon mehr. Das ist auch übel. Das ist wirklich übel. Wir nehmen jetzt mal die MPs hier auf, die hier so am Start haben. Die sehen nämlich einfach cooler aus. So, lass uns abhauen. Wo ist der Ausgang? Ist das der Ausgang? Ja, das ist der Ausgang. Werde die Cops los. Ja, ziemlich easy going, würde ich sagen. Oh shit, da hinten ist auch einer. Der lebt noch. Guck ihn dir an. Das war ein Headshot, aber die haben Helm auf. Also von daher bringt das nicht wirklich viel. Fuck, Alter, wir müssen hier weg. Hier, komm. Du kannst doch wohl da drüber springen, oder? Ja, sehr schön. So, weg. Scheiß auf die Bullen. Da vorne steht ein Auto. Perfekt geparkt für uns. Sehr gut. Das nehmen wir und dann Schüssikowski. Ich habe keinen Bock auf euren Scheiß. Ja, Niko Bellic und Niko und Playboy lassen wir einfach mal alleine. Die kommen damit klar, wissen wir aus GTA 4. Kein Problem für die. So, erstmal Musik ausmachen. Der hat echt Eier, hier so lässig über die Straße zu gehen. Habt ihr das gesehen? Wahnsinn. So, der hat Eier, hier über den Gehweg zu gehen, während ich so eine krasse Mission spiele. Oh, muss man sagen. Alter, wie groß ist denn der Suchradius hier, dieser Fahndungsradius? Oh, shit. Shit, shit, shit. Warum schnallst du dich nicht an, du Bauer? Wir müssen den Helikopter loswerden, Alter. Wird schon, wird schon. Der kann nicht unverwundbar sein, der fucking Helikopter.
Shit, die schießen auf mich. Der geht hinter meinem Auto in Deckung. Fuck, ich bin fast down. Ich muss hier weg. Scheiße, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht packen, die Mission. Ich habe da bloß 3 Verhandlungssterne. Ich weiß gar nicht, was hier das Problem ist. Dass die Bullen alle so austicken, ey. Fuck, da kommen wieder welche. Ich brauche einen Hotdog. Gib mir einen Hotdog. Schnell. Ich kaufe mir jetzt einen Hotdog. Auch wenn die Action voll übel am Start ist. Ich muss was essen, sonst gehe ich drauf. Ja, Mann, hau her die Scheiße. Schneller, komm schon. Alter, ich habe voll Energie. Ich konnte mir echt einen scheiß Hotdog kaufen. Ich würde da weglaufen, ne? Verpisst euch jetzt. Ja, wir machen noch ein größeres Fahndungslevel, weil ich es kann. So, schnell hin. Ja, schieß auf mich, ist mir Wayne. Cover my ass. Ja, Alter, ich cover gleich ganz was anderes bei dir. So. Abflug. Scheiß drauf. Der hat mir echt noch einen Platten geschossen. In der letzten Kurve. Hier geht's zu Nico Bellic, da bin ich mir sicher. Doch, Mann, hier geht's zu Romans Wohnung. Da vorne ist sie irgendwo, da können wir sicher speichern. Nein, können wir leider nicht. Moment, das ist wichtig, das will ich jetzt... Fuck, ich bin dran vorbeigefahren, oder? Ich bin dran... Nee, hier. Hier ist sie. Fuck, da war sie. Die rote Tür. Okay, weg. Ich kann nicht mehr scheiße gut lenken. Ich kann überhaupt nicht mehr lenken, um genau zu sein. Oh, kack. Sackgasse. Dammit. Ja, mit den Platten wird das auch nichts. Ich muss umsteigen. In die Zuhälterkutsche da am besten. Ich lass mich nicht catchen von euch, ihr Pisser. So, diesmal schießt ihr mir keinen Platten. Dann kann ich auch schön entkommen. Ja, ja, macht die Kiffermusik aus und go, go. Wow, was für eine Schrottkiste. Was macht der Bulle da mit seinem Auto? Krasse Scheiß. Okay. So, einfach geradeaus fahren, irgendwie dem Straßenverlauf folgen, dann können wir auch entkommen. Boah, shit. Ey, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Fuck, jetzt sehen sie mich wieder und der Radius wird wieder erhöht. Scheiße. Okay, jetzt Vollgas geradeaus. Irgendwann entkommen wir schon. Mann, die Karre ist auch echt scheiße. Was für eine Schrottgurke. Oh, wie soll man denn damit entkommen? Und ich, ja, toll, da vorne ist schon wieder die Straße vorbei, aus, whatever. Nee, wir können so fahren. Jetzt dürfte ich aber entkommen sein, oder? 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 Mich sieht keiner mehr, komm schon. Nein! Mich hat irgendein Pisser gesehen, scheiße. Mann, jetzt gehen sie mir dann auf den Sack. Wenn ich wüsste, wo hier ein fucking Pain Spray wäre, dann wäre das alles viel einfacher. So, da ist nochmal ein Bulle. Ich muss auf eine Straße, wo ich Vollstoff geben kann. Hier, die Straße ist dick markiert auf dem Radar. Da können wir Vollgas geben. So, ja, kommt ihr mir hinterher? Ich weiß es nicht, ich kann mich nie umdrehen. Ha. Huh. Fuck, wie scheiße war das denn? Shit. Okay, da wir müssen was an unserer Taktik ändern, da wir gerade unsere Motorhaube verloren haben. Nein, deswegen nicht. So werden wir nicht entkommen. Wir müssen mal irgendwo abbiegen oder so. Das ist ja hier nicht Need for Speed Most Wanted, wo man einfach bloß auf den Highway fahren muss. Und irgendwann sind wir die Bullen los. Also das ist hier was ganz was anderes. Ja, scheiße. Wie lange soll das jetzt so gehen? Ewig. Hm. Ja, dagegen müssen wir... Oh, Geisterfahrer! Bitch. Shit, ich habe meine Karre nicht mehr unter Kontrolle. Ja, was ist hier los, Mann? Was fahre ich denn für einen Stuss zusammen? Eieiei. Sie sind wieder hinter uns. Natürlich sind sie wieder hinter uns. Ja, schieb mich an, danke. Ich war eh so langsam unterwegs. Wir müssen irgendwo abbiegen. Wie wär's mit hier? Oh! Das war knapp. So. Da ist immer noch ein Bulle an... Fuck. Schnall dich doch mal an, du Idiot, Mann. Fuck, Alter. Ja, steh auf und nimm das Auto. Ja, super. Fahr mich über den Haufen, wie wär's? Ey, du bleibst hier. Du bleibst hier, Freund. Schneller, Johnny, das muss schneller gehen. Alter. Die knallen mir jetzt eh gleich nochmal einen Platten rein. Habe ich einen Platten? Nee. Alles klar. Wow, ist die Karre tiefer gelegt.
Was für ein fucking Idiot. Pimpt seine Karre so auf, aber leistungsmäßig... Weil ich habe einen Platten. Eieiei. Aber leistungsmäßig ist es so eine Gurke. Shit. Nicht ins... Fuck. Das ist... Ach, hier ist er noch... Ja, toll. Ich habe keine andere Möglichkeit, als ins Wasser zu springen. Mit der Karre werde ich hier nicht entkommen. Alter, wie mies. Ich komme nicht mal den fucking Felsen hoch. Shit. Nein! Da hat's Platsch gemacht. Ja, steig doch bitte aus. Wie wär's? Bevor du drauf gehst. Eine super Idee, ne? So, hoffentlich schießt der Helikopter nicht auf uns. Weil ansonsten sind wir hier voll im Arsch. What the fuck ist... Alter, was ist passiert? Alter, scheiße, ey. Was ist passiert? Fuck, Alter. Ich glaube, die verhurten Bullen haben uns hier irgendwie krass über den Haufen gerannt. Aber wie krass. Wie krass das einfach nur war. Ich dachte wirklich, ich könnte da jetzt schön am Strand entlang laufen beim Sonnenuntergang. Nein! Da kommt ein sich überschlagendes Polizeifahrzeug auf uns zu und bricht uns sämtliche Knochen. Super. Können wir alle nochmal machen. Geiler Scheiß. Ja, nochmal spielen. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich schaff keine Mission beim ersten Mal. Das ist echt schlimm. Hoffentlich ist der Checkpoint nicht so weit weg von der Ballerei. Ne, hier ist er. Sehr gut. So, wir werden das jetzt ganz ordentlich machen. Wir töten jetzt jeden Cop in diesem Gebäude. Und dann, ich habe keine Munition für Schockgewehr. Doch, habe ich. So, und dann werden wir abhauen. Die halten einfach verdammt viel aus, das muss man mal sagen hier. Guck ihn dir an, wie viel der aushält. Ist der tot? Ich hoffe es. Scheiß drauf, wir gehen jetzt einfach raus. Boah, fuck, ich habe die Waffe gedroppt. Oh, shit, ich habe jetzt ein zweiläufiges, doppelläufiges Schrotgewehr. Oh, fuck, nicht. Du sollst die Waffe aufnehmen. Er hebt sie nicht mehr auf, super. Naja, okay. Wir probieren es einfach so. Wir nehmen aber eine andere Waffe. Keine Chance. Das war ein Headshot, Mann. Also noch deutlicher ein Headshot gibt's ja wohl nicht. Wahnsinn. Das war ein schöner Headshot. So. Ich müsste nachladen. Okay. Die nehmen wir auf. Ja, auf jeden Fall. Und rüsten auch gleich aus. So, hier ist der Ausgang. Abflug. Scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Darf ich mal einsteigen? Keine Chance. Ich steige ins Auto ein und bin automatisch tot. WTF. Wir gehen nicht vorne raus. Merke. Wir gehen nicht vorne raus. Scheiße, nochmal. Oh, was zum Teufel ist los, Mann? Johnny, du kannst das besser. Ich weiß, dass du es besser kannst. Die Bullen sind aber auch wirklich hardcore. Also die halten übel viel aus und sind wirklich aggressiv. Ha, krasser Scheiß. Okay, nochmal. Es geht schon. Es geht schon. Kein Problem. Kriegen wir, irgendwann kriegen wir das hin. Komm schon, kommt raus. Die halten echt viel aus, also das muss man mal sagen. Fuck. Ich nehme eine andere Waffe, womit ich besser Headshots drücken kann. Genau so meine ich das. Du traust dich aber, hier so nah ranzukommen. So, ihr Pisser, habt ihr mal gesehen, wie das funktioniert? Ich weiß, dass da gleich einer kommt, ja. What the fuck, Mann? Also, hier passiert immer was. Da kommt erst Superman angeflogen.
Und was passiert noch? Batman wird mich catchen, oder? Wahnsinn. Irgendjemand schießt auf mich. Von oben, oder? Ich glaube, von oben hat jemand auf mich geschossen. Ich bin fast down, Mann. Das ist echt schlecht. Soll ich nach oben gehen? Vielleicht gehe ich mal mit Nico Bellic hier so ein bisschen mit. Stirb doch, du Pisser. Du bist mir doch gerade entgegengeflogen. Scheiße. Hier gibt es sicher auch irgendwo Medipack, aber... Naja. Nico, ich komme. Nimm mich mit. Wo auch immer du lang gehst. Alter, Nico hat hier echt gut aufgeräumt. Nicht schlecht. Komme ich da raus? Nein, fuck. Schade. Schade, das wäre zu cool, wenn wir irgendwie mit Nico entkommen könnten. Aber das würde ja dann nicht mehr der Originalmission aus GTA 4 entsprechen, denn Johnny ist ja in der Originalmission, wo wir Nico gespielt haben, nicht mitgekommen. Aber hier ist sicher irgendwo ein Medipack. Bin mir ziemlich sicher. Irgendwo muss eins sein. Nee. Nee, hier ist keins. Lass uns einfach rausgehen und die Leute über den Haufen ballern. Wesentlich einfacher. Am besten schon hier. Gefährlich, gefährlich. Kleine Kinder sollten nicht mit Waffen spielen, das wisst ihr doch. Das war doch ein Headshot, oder? Der ist down. Das war ein Headshot. Ey. Sehr schön. So, noch ein paar. Dann kann man ohne Bedenken rauslaufen. Und schön auf unser Bike steigen. Wenn ich ihn mal ordentlich sehen würde, ey. So, halt, da ist noch einer. Nee, das ist bloß irgendwas vom Auto. Sah aus wie ein Kopf. Habe ich ihn? Bleibst du liegen? Ich glaube, der bleibt liegen. Ich glaube, der hat keine Lust mehr. So, okay. Dann raus mit unserem weißen Arsch. Und probieren wir das Ganze nochmal. Fuck, wo ist mein Bike? Hier. Schnell weg. Schnell weg, bevor er dich abknallt. So, jetzt nur noch entkommen. Einfach mal in diese Richtung irgendwie gurken. Hoffen wir mal, dass wir es irgendwie schaffen, hier wegzukommen. Ja, und jetzt nur noch geradeaus, nur noch geradeaus, nur noch ein paar Meter und wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oder? Ja, wir haben es gepackt. Komm schon, verschwinde, du fucking Fahndungslevel. Jawohl, jawohl. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Hatte auch wirklich lange genug gedauert. Und die Bullen sind krass drauf, Mann. Echt heftig. Wahnsinn. Rufe Billy. Ja, ruf ihn an, den Bastard. So, Johnny, are we rich? No. No, Billy, we're not. What we are is under observation by some kind of LCPD drugs task force. Fire was a pig. Hell, Johnny, that's not kosher. I'll call you when another buyer's lined up. Sounds good. We're moving up in the world, Johnny. There's a congressman needs your help. Tom Stubbs the third. I told you keeping that lawyer around would have its uses. Was zum Teufel? Ich habe schon wieder ein Fahndungslevel wegen dem fucking Maut hier. Billy labert einfach nur Bullshit. Ich hätte hier abbiegen müssen. Ja, auf das eine Fahndungssternchen hier furze ich jetzt einfach mal. Weil mir das sowas von Wayne ist. Naja, ich fahre jetzt noch ganz gemütlich zum Unterschlupf. Und speichere auch ganz gemütlich. Und wir hören uns dann beim nächsten Video, würde ich sagen. Gut. Bis dann.